200% wäre so geil. IDTV, hör auf, mit D-King weiter zu baiten. Hör auf, Digga. Steffen, vielen Dank für die ganzen Gift und Subs. Wir gehen rein in die Reactions. 6 bekannte YouTuber, die Opfer von Verbrechen wurden. Unter anderem auch ich, der immer noch bei Montana Black in der Abo-Falle drin hängt. Ich bin eines dieser Opfer. Let's go. Auf geht's. Oft scheint es so, als wäre das Leben... Ich versuche gerade Content für unseren gemeinsamen Kanal Revigang zu machen, D-King, ja? Versuche ich gerade Content zu machen für unseren gemeinsamen Revigang-Kanal. Du musst aber aufhören zu giften, sonst komme ich nicht dazu. Danke, Steffen. Für 10 Gifte-Zubs und nochmal 10 Gifte... Steffen. Hä? Bist du dumm? Du hast jetzt hier 500 Euro ausgegeben. Lass das. Lass das mal. Boah, Digga. D-King. Ich versuche wirklich nur hier, wir haben den Hype-Train auf 231%, es reicht. Es reicht. Es reicht, no joke. Es reicht, no joke, Dickin, okay? Lass uns jetzt einfach weitermachen, okay, Dickin? Ich möchte jetzt auf das Video reagieren, ich bin dir dankbar. So ist es nicht. Der verdient gut, der Junge, der verdient gut mit Revigang. Was soll ich sagen? Der Kanal läuft, was soll ich sagen, Chat? Der hat 300 Euro hier ausgegeben. D-King, egal, das machen wir mit einem Video. Komm, let's go, auf geht's. Leben eines YouTubers fast perfekt. Man hat nicht viel zu tun. Man hat nicht viel zu tun? Blatt, ich bin nicht Montana Black. Verdient sehr gut und hat keinen nervigen Chef, der einem vorschreibt, was man tun soll. Doch. Ich selber. Doch die Realität sieht oft anders aus. Und auch wenn manche YouTuber zwar viel Geld haben und sich einige Luxusgüter gönnen, zieht ihre Bekanntheit nicht nur Fans an. Doch, habe Revi als Chef, Dicken, hör auf sowas zu sagen. Sondern auch Menschen, die es nicht gut mit ihnen meinen und sie sogar bestehlen oder angreifen. In diesem Video zeigen wir euch genau solche Fälle, in denen... Der tat mir so leid mit seinem Lego, der Bro. Der tat mir so unfassbar leid. Dicken. Nochmal 20 Tier 1 Subs. Bro, warum gibst du so viel Geld aus? D-King, warum? Weißt du was, Steffen? Guck mal, das hier ist für dich. Ah, der, ich hab mir in die Hose geschissen. Na, super. Na, so. Doch, der, ich bin wirklich so behindert, bin ich im... Ich bin also nicht behindert, ich bin so dumm im Kopf, Digga. Ich furze ins Mikrofon. Ich furze ins Mikrofon, während ich am Essen bin. Jetzt stinkt sie nach Scheiße und ich muss essen. Wie dumm. Warum? 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 Digga, ich furz hier hin und bin währenddessen am Essen. Jetzt riechen meine Kroketten einfach nach Furz. Und es war auch ein trauriger Furz, Digga. Da kam wirklich, da kam Land mit sein Urgroßvater, Bro. Chillig, Digga. Ja, Stream läuft seit 10 Minuten. Wir haben über 100 Subs gemacht. Wir machen weiter so, Leute. Mir gefällt das. Wir machen weiter. Den YouTuber Opfer von heftigen Verbrechen wurden. Es wird ziemlich krass. Also bleibt unbedingt dran, hier bei Wissenswert. Beginnen wir direkt mit der Nummer 6 und dem Lego-YouTuber Republic Attack, der eigentlich Louis heißt und über 1 Million Abonnenten hat. Der ist so süß, ich will den küssen. Schon vor 16 Jahren fing Louis damit an, Lego Star Wars Sets zu sammeln. Und seit 10 Jahren teilt er diese Leidenschaft nun auch schon in Videos mit der YouTube-Community. In dieser Zeit konnte er sich sogar seinen Traum... Du nervst mich einfach nur noch, Steffen. Ich nehme dir gleich den Kanalzugang weg. D-King, ich versuche wirklich nicht... Guck mal, der sabotiert sich selber. Der sabotiert sich einfach selber. Der sabotiert sich selber. Wie kann man denn so sein? Der sabotiert sich selber. Steffen, ich mach grad Content für unseren Kanal. Steffen, nein! Digga, also, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Steffen, wie machst du das? Der vor allen Dingen musste die ganzen Subs rauscutten. Nee, die bleiben schön drin. Ah, chillig, wir sind auf 3000 Subs. Ah, oh, chillig, Digga, chillig, chillig, chillig. Danke, Steffen, nochmal für die ganzen Subs. Jetzt reicht Chat aus, wir schauen uns das Video jetzt an. Und hör auf, jetzt hier Geld auszugeben. Traum erfüllen und ein eigenes Lego-Zimmer einrichten, in dem er die neuesten Sets und Eigenkreationen aufbaut und sie für seinen Kanal filmt. An einem Tag vor 2 Jahren musste Louis dann aber eine schreckliche Entdeckung machen. Denn als der damals 20-Jährige gerade von der Arbeit nach Hause kam, waren die Scheiben seines Autos eingeschlagen und deutliche Einbruchsspuren im Haus sichtbar. Auf dem Boden lagen Lego-Steine herum und die Einbrecher... Imagine, du brichst bei jemandem ein, um jemand das Lego kaputt zu machen, Digga. Was für ein Klemmbaustein. Stell dir mal vor, du brichst bei jemandem ein, um die Klemmbausteine auseinander zu boxen, Digga. What the fuck? Was für eine kaputte Missgestalt musst du sein, Digga, um sowas zu machen? Wie kann man so ehrenlos sein, Digga? Wie kann man so ehrenlos sein? No joke. Das ist noch ehrenloser, als wenn man am Strand eine Sandburg von einem Baby kaputt tritt.
Keine Baby-Jokes mehr, das geht nicht gut aus. Hatten alle seine Bauwerke gestohlen, an denen er wochenlang gearbeitet hatte. Luis konnte es nicht fassen und wendete sich in einem emotionalen Video an seine Fans. Mit Tränen in den Augen versucht er, die Situation zu erklären und wusste nicht, wie und ob er nun weitermachen sollte, denn die Lego-Sammlung und der damit verbundene Kanal waren nicht nur seine große Leidenschaft, sondern auch sehr viel Geld wert. Doch sein emotionales Video bewirkte tatsächlich etwas sehr Positives. Ich glaube, ich weiß, dass das Ende vom Lied ist, glaube ich, wer will, by the way, mein 3000. Sub sein? Jetzt ist die Möglichkeit. Das Ende vom Lied ist, by the way, glaube ich, dass er das alles doppelt und dreifach zurückbekommen hat, Digga. Ein Fan startete daraufhin nämlich eine Crowdfunding-Kampagne für den Lego-YouTuber, bei der insgesamt über 18.000 Euro zusammenkamen. Dieses Geld ermöglichte es Luis dann, seine Sammlung wieder herzustellen. Und inzwischen ist er auch wieder auf seinem Kanal mit neuen Videos und einer großen Sammlung aktiv. Geil, kommen wir nun zur Nummer 5 und einem Verbrechen, dem in dieser digitalen Zeit immer mehr Menschen zum Opfer fallen. Mein OnlyFans-Account wurde gestern gehackt. Es geht um Hackerangriffe. Für jeden Menschen ist es schlimm, wenn es Hackern gelingt, die eigenen Passwörter zu knacken und auf persönliche Accounts zuzugreifen. Noch schlimmer muss es allerdings für YouTuber sein, deren ganze Existenz auf diesen Accounts aufgebaut ist. Im letzten Jahr wurden gleich mehrere bekannte Warum war da gerade Unge? Der YouTuber Opfer eines großen Hackerangriffs. Die Attacke erwischte nämlich unter anderem Gronkh, LeFloid, Unge, MrWissen2Go oder auch den Erklärkanal, kurz gesagt in a nutshell. Wie YouTuber und Streamer Unge erklärte, wurden sogar Nachrichten auf seinem Account von dem Hacker geschrieben und neben YouTubern waren auch andere Prominente und sogar Politiker gehackt worden. Krass. Alle übrigens von derselben Person. Diese Person veröffentlichte auf ihrem Twitter-Account im Stile eines Adventskalenders. Ach ja, der sitzt doch jetzt im Gefängnis. Oder arbeitet für die Bundesregierung, man weiß es nicht. Dass im Dezember 2018 täglich neue Daten und Infos über. Da kann man es nochmal schmecken, wisst ihr? Die jeweils gehackten Promis. Sogar Angela Merkel soll von dem Angriff betroffen gewesen sein. Jedoch stellte sich später heraus, dass der Hack eigentlich weniger eine technische Leistung war, sondern hauptsächlich durch das Ausnutzen von großen Sicherheitslücken und Fehlern von Mitarbeitern von Twitter und Google ermöglicht wurde. Weiter geht's mit der Nummer 4 und einem YouTuber, der im echten Leben einer heftigen Bedrohung ausgesetzt war. Und zwar geht es um ein Verbrechen, an dem Stellt euch mal vor, jetzt ist mein Fall mit dem Mann da drinnen auch von vorgestern. Wisst ihr, was ich meine? YouTuber Justin, das sich erst dieses Jahr ereignete. Der Mode- und Lifestyle-YouTuber war gerade in seiner Wohnung in Düsseldorf. Das war nicht dieses Jahr, das war letztes Jahr. Haben wir das Video nochmal hochgeladen? Als ein Paketbote bei ihm klingelte. Nachdem Justin dem Boten die Tür geöffnet hatte, stellte sich allerdings heraus, dass es sich hierbei um keinen echten Paketboten, sondern um einen verkleideten Verbrecher handelte. Der unbekannte, etwa 20 bis 30 Jahre alte Mann, griff Justin körperlich an und drohte damit, ihn zu verletzen. Danach begann der Einbrecher, Justin nach und nach wertvolle Luxusgegenstände aus seiner Wohnung zu stehlen, wie eine lederne Louis Vuitton Schmuckschatulle mit kostbaren Unikaten oder einer Luxusuhr im Wert von über 80.000 Euro. Nachdem er die Beute schon hatte, besprühte der Täter Justin auch noch mit Gas. Mit Gas? Pfefferspray, oder? Was ist... Und flüchtete danach. Obwohl Justin anschließend eine Belohnung von 7.000 Euro für Hinweise aussetzte, die zu der Ergreifung des Verbrechers führten, konnte dieser bisher noch nicht verhaftet werden. Weiter geht's mit der Nummer 3 und dem YouTuber Marvin Magnificent. Marvin, der über 1 Million Abonnenten auf der Videoplattform hat, die er vor allem mit Styling-Videos unterhält, wurde ebenfalls einmal Opfer eines krassen Verbrechens. Der 28-Jährige war gerade im Urlaub in Los Angeles in den USA und hatte sich nachmittags nur kurz etwas zu trinken von einem Shop an einer Hauptstraße geholt, als es dann auf dem Rückweg in einer Seitengasse passierte. Marvin bemerkte zwar, dass jemand gierig auf seine teure Armbanduhr guckte, aber da war es bereits zu spät. Zwei Männer rannten auf ihn zu, griffen ihn an und raubten Marvin dann seine Uhr und seinen Ring. Der YouTuber ging zu Boden und kam mit einigen eher leichten Verletzungen.
What? Davon. Was? Das habe ich, glaube ich, mitbekommen. Die er später auch nochmal auf Instagram postete. Auch wenn ihn die Situation sehr schockierte, wendete er sich in einem Video mit einem Appell an seine Fans. Und deshalb trage ich keine Uhr. Guck mal, bei mir könnte man einfach die Hand mit einer Gartenschere durchschneiden und mein Arm wäre ab, wisst ihr, was ich meine? Deshalb kaufe ich mir niemals eine Uhr. Forderte diese dazu auf, niemals ihr Leben bei einem Überfall zu riskieren und stattdessen besser ihre Wertsachen abzugeben. Hätte er sich nämlich geweigert, so sagt er selbst, hätten viel schlimmere Dinge passieren können. So blieb es nur bei leichten Verletzungen. Machen wir weiter mit der Nummer 2 und kommen zu Deutschlands wohl bekanntestem Streamer, Montana Black. Kenne ich jetzt persönlich nicht. Oh, chilliges Essen. Agathe hat mal wieder gezaubert. Dieser wollte eigentlich nur außer Haus frühstücken, an einem Tag im vergangenen Jahr. Mit dem Fahrrad, das waren wilde Stories, Bro. Und anschließend noch mit Freunden zum Sport. Die Haustür des Mehrfamilienhauses ließ er an dem Tag offen. Seine Wohnungstür war hingegen abgeschlossen. Montana Black ließ zudem sogar zu Hause noch einen Stream weiterlaufen, den er sich gerade angeguckt hatte. Kurz nachdem er weg war, kam dann eine Person zu seinem Haus, die es anschließend schaffte, in Montana Blacks Wohnung zu gelangen. Dort wühlte sie dann einige Schubladen und Schränke durch. Da allerdings noch der Livestream im Hintergrund lief, bekam der Einbrecher den Verdacht, er wäre nicht alleine und floh dementsprechend auch schnell wieder aus der Wohnung. Lifehack, das gibt's ja so ganz oft, so Alarmanlagen, die einfach ständig den Stream von Standards gelaufen lassen. Standards gibt auch so viele YouTube-Viewer immer. Das hilft unglaublich krass. Also Standardskills, Stimme verschreckt wirklich jeden. Gestohlen wurde daher gar nichts. Und Montana Black stellte in einem Video, in dem er von dem Einbruch berichtet, auch klar, dass alle seine wertvollen Dinge sicher in einem Bankschließfach liegen und nicht... Das ist das Ding. Ich habe nichts Wertvolles zu Hause. Klau meinen Fernseher. Ja, okay, viel Spaß damit, diese riesige Glotze zu holen. So, Digga, ich habe nicht mal... Ich glaube, das Teuerste, was ich zu Hause habe, ist vielleicht ein... Ist vielleicht eine Jacke für 2000 Euro. Digga, also... Akani ist eh nie zu Hause. Akani ist immer woanders. Bei ihm. Spaß. Zu Hause. Dank seines... Streaming-Setup habe ich nicht zu Hause. Sicherheits... PC? Ja, es ist ein Gaming-Rechner für... Ein Gaming-Rechner, den ich zu Hause habe, ist 3000 Euro. Das war's. Systems... Das war's. Hatte er sogar Videoaufnahmen vom Täter, die er an die Polizei übergab und später auch in einer Insta-Story veröffentlichte. Der Livestream, der im Hintergrund lief, so sagte Montana Black, war übrigens von Streamer Standard Skill, weshalb Monte auch scherzhaft meinte, dass Standard Skill wohl verhindert hat, dass er ausgeraubt wurde. Was mit den 7 Rolex, die du unterm Bett hast, Rias, die sind alle fake, das weißt du doch, Bro, aber sag's keinem. Kommen wir nun zur Nummer 1 und einer krassen Serie von... Also hier im Office brauchst du es gar nicht versuchen, wir haben im Office doppelt verriegelte Fenster, Alarmanlagen, Kameras, Bewegungsmelder. Das ist ein Wohnhaus, wo Nachbarn drin sind. Ich habe hier unten eine Stahltür, die feuerfest und Einbruchschutz hat. Fenstergitter, Gitter vorm Fenster nochmal dazu. Doppelt verriegelte Fenster, wie gesagt. Ja, und oben drüber wohnen halt Leute, eine private Einfahrt. Also, Digga, brauchst du gar nicht erst versuchen. Einfach deutsche Bunker von Fortnite hier. Von Verbrechen, die vor 2 Jahren... Und wir haben einen Nachbarn oben, der ist Rentner. Der guckt den ganzen Tag nur aus dem Fenster, der kriegt das mit. Der ist Tag und Nacht. Scharfschützen haben wir. Flame Turrets, Spike Traps und 3 Zombies und Creeper, die hier rumlaufen. Deutsche Gulag. Deutschland in Atem hielt, die vor allem... Kommst du da auch raus? Ne, das ist Problem, deshalb arbeite ich so viel. ...für ihre Minecraft-Videos und Streams bekannten YouTuber SkyGuy, Fox und Upgegriefed... Die haben jetzt nicht diesen Fake-Shit da drin, oder? ...berichteten damals nämlich mehrere Wochen lang davon, dass sie von einem Hater in ihrem Wohnort, dem... Das ist doch gefaked gewesen, oder? ...im Hamburger Stadtteil Elmshorn regelrecht terrorisiert wurden. Dieser Hater hat ihnen nämlich nicht nur Drohnachrichten geschickt, sondern bei den YouTubern auch schon eine Fensterscheibe eingeworfen, Feuer gelegt und eines ihrer teuren Autos zerkratzt. Die Fans von SkyGuy, Fox und Upgegriefed waren schockiert über diese Verbrechensserie und verfolgten angespannt, wie sich die gefährliche Situation weiterentwickelte. Während eines Livestreams eskalierte dann alles noch mehr. Könnt ihn ja auch mit einer Drohne verfolgen. Der Typ ist dumm, holt die Polizei und die Feuerwehren. Der Typ ist irre. Legt euch eine Waffe zu und wen er da ist, erschießt ihn! Der Hater war
warfen nämlich einen Böller durch das offene Fenster und die YouTuber riefen die Polizei, welche angeblich einen Rucksack voller Feuerwerkskörper fand und Ermittlungen einleitete. Doch auf einmal kamen einige Ungereimtheiten ans Licht. Manchen Fans fiel nämlich auf, dass SkyGuy bei der Verfolgung des Haters plötzlich schmunzeln musste, was sehr seltsam in einer so ernsten Situation wäre, und auch einige andere Dinge passten nicht ganz zusammen. Recherchen des YouTube-Kanals Offen und Ehrlich belegten dass es den besagten Polizeieinsatz tatsächlich niemals gegeben hat. Somit existiert... Warum habt ihr den dann in die Liste aufgenommen? Ah, 6 bekannte YouTuber, die Opfer von Verbrechen wurden, also die haben das Verbrechen begangen zu faken, okay. Hatte der Hater gar nicht wirklich. Und die YouTuber hatten die ganzen Verbrechen lediglich nur selbst vorgetäuscht. Die Nachfrage bei... D-King, bist du gerade noch im Chat? Ja, ne? ...Revier in Elmshorn und der Leitstelle hat ergeben, dass ein derartiger Einsatz bei uns nicht bekannt ist. Das eigentliche Verbrechen war in diesem Fall also das Vortäuschen von Straftaten, was in Deutschland ebenfalls verboten ist. Und das war's auch schon mit unserem Video. Schreibt uns gerne... D-King ist gerade nicht im Chat, okay, D-King, ich mache dir jetzt das erste Mal in meinem Leben ein Thumbnail-Gesicht, okay? Ich mache dir ein Thumbnail-Gesicht für dieses Video, Achtung! Perfekt, Digga. Gönn dir. Aua, ich glaube, ich habe gerade einen Schlag an. Oh, Digga, ich glaube, mein Gesicht ist eingefroren. Perfekt, Bro. Alles klar. Sehr geil, Digga.